Hi Leute, extrem spannender Tag, nicht nur, weil ich in einer meiner Lieblingsstädte bin, Hamburg, sondern weil ich gleich Christoph Magnussen treffe. Ich verlinke ihn direkt hier rein. Leute, es lohnt sich absolut, da reinzuschauen. Berufliche Zukunft, bei ihm dreht sich alles um New Work und er gibt richtig gute Tipps. Er hatte schon das unverschämte Glück, Casey Neistat zu treffen, Gary Vaynerchuk war mit, ihr kennt wahrscheinlich, ich habe oft darüber gesprochen, Slack-Kommunikationstool mit Nummer 1 in der Welt zur internen Kommunikation. Da hat er sich schon mit dem Gründer getroffen, hat einen Podcast aufgenommen. Da gehen wir gleich ins Meeting, schauen mal, wie trifft New Work, New Learning, mein Spezialgebiet, was kann man vielleicht mal zusammen machen. Und ansonsten freue ich mich auf einen tierisch guten Tag in Hamburg. Auf geht's. So Leute, ich hatte ja mir schon gedacht, wenn ich schon mit Christoph Magnussen zusammenkomme, da kann auch nur was Produktives rauskommen. Wir haben für seinen Channel etwas aufgenommen, da ging es viel um den Ansatz New Work, New Learning, auch bei Corporates. Was kann man machen, wie kommt man in den Do-Mode? Ich habe für mich selber produziert, 10, 15 Minuten ist dann doch länger geworden. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Snippet machen. Aber wenn man schon anfängt mit mathematischer Ansatz, wie ist wirklich die Zukunft? Warum sollte man sich mehr mit Mathematik beschäftigen? Aus Unternehmersicht, was passiert gerade in Unternehmen? Ich verlinke euch die Sachen auch, weil nochmal, es ist wirklich extrem wichtig für euch. Und ich bin froh über jeden, der reingeht und sagt, ja, ich schaue es mir an, ich teile es auch weiter. Und ich wollte jetzt mal hier kurz, weil wir durch sind, noch vielleicht so zum Abschluss, Christoph, von dir ein kurzes Statement hier für den Vlog jetzt haben. Dein Hoheitsgebiet ist ja aus Unternehmersicht New Work, also wirklich bei Companies das Einführen von, ja, wie kommuniziere ich online, offline, wie werde ich produktiv? Mein Ansatz ist ja New Learning. Und was denkst du, wie kommt das jetzt zusammen oder warum ist das eigentlich eine perfekte Kombo, wo man sich super treffen könnte, um nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei Schülern und Studenten wirklich so einen Push zu geben, dass man sich darum kümmern sollte? Ja, wir haben es ja eigentlich gerade gesagt, eigentlich ist es ein Thema, ne? Also die Fähigkeit zu sagen, okay, ich suche mir die Sachen selbst, die ich lerne und wenn ich jetzt verstanden habe, dass Social Skills genauso elementar wichtig sind wie Mathe-Skills, um zu verstehen, was da in der Zukunft passiert. In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird alles mit KI zu tun haben, mit künstlicher Intelligenz, so wie jetzt mit dem Internet. Dann bin ich an der Basis, dann, die ich brauche, um jeden Job zu machen, den ich will. Und da ist dann BWL oder irgendwas anderes Käse, das ist dann Quatschwissen. Insofern, das ist wirklich die Basis. Und reingehen, anfangen, gucken. Und da ist das sehr, sehr gut, was man in deinem Channel alles findet. Gute Source. Und genauso in deinem Channel. Leute, war ein cooler Termin. Für mich geht es jetzt noch weiter. Thema neues Arbeiten, auch physisch vor Ort. Ihr habt ja hier schon das Setting auch gesehen. Einfach, da hätten wir auch noch drüber sprechen können, wie du, Christoph, das in deiner Company machst zum Thema Arbeitsplatz. Ne? Also kein fester Arbeitsplatz mehr. Ich glaube, da machen wir gleich noch irgendwie einen kurzen Wrap-up oder sowas, weil das fand ich noch sehr, sehr gut. Gleich geht es noch zu WeWork. Da werden wir weiter produzieren. Hier ist jetzt erstmal Schicht und weiter geht's. Ja Leute, Thema heute vom Vlog ist ja neues Arbeiten, natürlich in Kombination mit neuem Lernen. Und neues Arbeiten unabhängig von Ort und Zeit. Dazu gehört eben auch, ich muss kein Auto mehr besitzen. Und jetzt habe ich mir im Sinne von Carsharing mal einfach eins geschnappt. Jetzt fahren wir von Termin zu Termin in die City von Hamburg jetzt rein. Gerade waren wir ja bei Blackboat. Das war ein bisschen weiter nördlich, ein bisschen gemütlicher gelegen. Und jetzt geht's voll in die City rein zu WeWork. Und ja, da werden wir gleich auch cool mieten. Und es ist einfach top, wenn man so arbeiten kann, darf. Ich genieße das. Einfach cool. Ja, Leute. Da kommt mir gerade noch ein Gedanke, wo ich über Carsharing gesprochen habe. Sharing Economy, also wirklich teilen. Natürlich jetzt mit dem Fokus Wissen teilen. Und das war genau der Gedanke von meiner neuen Mathe-Fragen-Community. Es werden Fragen gestellt, es ist nicht mehr abhängig von mir. Es sind jetzt schon so viele Lehrer, Professoren,
Studenten von einem höheren Semester drin, die ihr Wissen eben auch teilen und in dieser Community auf spezielle Fragen antworten. Also es freut mich echt tierisch. Das Feedback ist super. Es kann echt genauso weitergehen, auch eben mit euch gemeinsam weitere Features zu entwickeln. Und es ist eine echt coole Phase. Und da sehe ich echt, muss ich jetzt aufpassen, da sehe ich echt eine große Zukunft, dass es eben nicht von wenigen Experten abhängig ist, Informationen zu bekommen, sondern dass man sich dann punktuell, wie hier, Fokus Mathe, ja, dass man da qualitativ hochwertige Antworten und dann auch noch schnell bekommt, dank nochmal der Sharing Economy. Und das finde ich eben auch gerade in diesem Zeitalter mega gut. Auch ich gehe so vor, wenn ich spezielle Fragen habe, schaue ich, wo ist da ein gewisses Forum für da, dass ich dort reingehen kann und weiß ganz genau, da sind ganz viele Experten, die eben ihr Wissen teilen. Also einfach mega. So Leute, weiter geht's. New Work zieht sich heute komplett durch. Ich bin jetzt bei WeWork, nochmal kurz eingeworfen. Die meisten werden es vielleicht schon kennen aus meinen Blogs. Weltweit führender Anbieter für Coworking Spaces. Gerade mal eben 500 Millionen eingesammelt. 500 Millionen eingesammelt, um weiterzumachen. Nicht bewertet. Auf 6 Etagen hier in Hamburg. Und das ist nur eine Station. Es wird direkt das nächste WeWork aufgemacht. Ihr werdet sicherlich gesehen haben, super Offices, super geile Atmosphäre. Hier jetzt in einem Bereich, wo wir gleich in ein Meeting reingehen. Wir waren ja aber auch schon im Lounge-Bereich. Es ist eine super Möglichkeit, hier zu switchen. Mal bist du im Büro, mal bist du ein bisschen mehr offen. Du hast auch kleinere Parzellen. Also hier zieht sich New Work wirklich durch. Ich würde mich damit beschäftigen, denn potenziell werdet ihr so später in Teams arbeiten. Und jetzt freue ich mich erstmal aufs nächste Meeting. Werde ich euch gleich noch ein bisschen von berichten. So Leute, falls die Frage kommt, ja, ich arbeite auch wirklich in den Meetings. Also wir haben gerade mit Linkfish zusammengesessen. Ich packe euch den Link auch mal hier rein. Es geht um Deals für Studenten und mein interessanter Ansatz wieder, was kann man im Bildungsbereich machen? War ein super, super interessantes Meeting. Wir haben über ein paar Sachen nachgedacht, wie man die ganzen Sachen verknüpfen kann. Unter anderem mit meinem Content, mit anderen Möglichkeiten zu lernen. Jetzt sind wir hier in der WeWork Lounge, in einer der vielen Lounges, wo man noch zusammenkommt. Bisschen an der Bar noch steht, das ist also richtig cool, weil jetzt ist wieder der Gedanke Networking vor Ort zusammen. Man spricht miteinander mit Leuten aus anderen Branchen. Also super Atmosphäre, das ist wirklich der perfekte Mix aus. Man arbeitet und man ist auch wirklich produktiv und schaut, dass auch irgendetwas bei rumkommt. Und dann geht man erstmal wieder jetzt in so eine Phase, wo man sagt, man hat jetzt kein konkretes Ziel und schaut, was passiert. Ja, connectet sich noch mit ein paar Leuten, gleich geht es nochmal in die City. Wieder nochmal Location-Wechsel, weil auch das, da ging es auch heute Morgen in dem Talk mit dem Christoph Magnussen drum, welche Rolle spielt zum Thema neues Arbeiten die Lokalität, also kein fester Arbeitsplatz mehr, wann ist es vielleicht doch nochmal nötig, dass man sich auch zurückziehen kann. Hier gibt es ja eben auch abgetrennte Bereiche, wo man dann eben Meetings abhalten kann. Aber wie sehen diese Meetings eben auch aus? Nochmal der Hinweis, ich kann es nicht oft genug sagen, da redet Christoph auch in seinem Channel sehr, sehr viel drüber, eben wie sollen die Meetings abgehalten werden vor Ort. Und das ist gerade nochmal eine super spannende Zeit, wo man auch viel mitnimmt. Ich kann euch auch nur nochmal den Tipp geben, schaut euch mal, kommt mal bei solchen Workspaces vorbei, schaut mal nach irgendwelchen Meetups, wo man dann, wo ihr selber connecten könnt, euch vor Ort mit anderen Leuten, wer weiß, was passiert. Und jetzt neigt sich der Tag so langsam am Ende. Leute, was für ein geiler Tag. Produktiv, viel erledigt. Ihr habt es ja vielleicht auch gesehen zwischendurch. Ein paar Telefonate noch geführt.
dann aber auch wieder der Mix aus den Locations, wo du dann eben nicht nur in Meetings bist, sondern auch zwischendurch mal networks und einfach nur redest, schaust, was passiert. Die City ist geil. Was soll ich sagen? Ich hoffe, ich konnte euch auch wieder viel mitgeben, viele Tipps. Schaut unbedingt rein bei den Sachen, die ich euch empfohlen habe. Weiter geht's. Ich sag nur, das ist mir heute nochmal klar geworden, New Work trifft New Learning. Neues Arbeiten trifft neues Lernen. Da steckt so viel Symbiose drin. Wirklich nochmal, die neuen Arbeitsweisen erfordern es eben, einen neuen Ansatz zu geben des Lernens. Was lerne ich, wie lerne ich, wo lerne ich. Andersrum, wenn ihr euch auf neue Lernmethoden einlasst, wenn ihr euch auf neue Themen einlasst, seid ihr für die Zukunft vorbereitet und so kann es weitergehen, so werde ich euch weiter informieren. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis demnächst.